So, sind wir wieder zurück in Minecraft. Ja, also heute habe ich mir überlegt, dass der Pfeil komisch aussieht. Nee, für heute habe ich mir überlegt, dass wir vielleicht mal unseren Mob-Spawner irgendwie in Anführungsstreichen nutzen. Und ja, einfach dann mal schauen. Ich denke mal, es wird noch eine Weile dauern. Wieso fehlt da hinten eigentlich 2, 3, 4 oder noch mehr Stücke Glas? Ne, jetzt eins. Oder ist doch mal ein da eins. Ja, ich habe jetzt schon offscreen mal, oder beziehungsweise nicht offscreen, also in meinem Testfeld habe ich das schon mal wieder markiert. Und deswegen sieht man hier schon den roten Pfeil nach da hinten. Ja, ich müsste uns praktisch nur noch runterbuddeln. Ich überlege gerade, wie wir es am besten machen. Wir könnten theoretisch mal einen Tunnel machen, nochmal von da unten aus einen Tunnel graben. Und dann, ja, mit den unvorhandenen Schienen irgendwie so eine Minecart-Bahn aufbauen. Ja, ich überlege gerade, ob das Sinn macht. Für 49 ist der Mob-Spawner. Theoretisch könnten wir es da ein paar Meter weiter runter uns hauen und dann. Aber bis zur Oberfläche reicht eigentlich. Wo bin ich jetzt? Ach, das ist wieder mein kleines Kackloch. Boah, jetzt habe ich mich eingesperrt. Na komm. Na. No. Gibt's doch gar nicht. Ich will das Ganze jetzt nur mal so feuchtzauber auffüllen. Bevor noch irgendwie irgendwas mal spawnt. Also irgendwie ist das scheiße. Nein! Puh. Ja komm jetzt. Das stellt mich so an. Wahnsinn. So, wieder rausgraben. Ah ja. Fell. Jawohl. Ein Stückchen Erde hin. Und eine Leiter wäre leider geil. Ah ja, genau. Obwohl, ihr braucht schon Leiter. Nee, ich glaube, ich crafte jetzt mal eine Leiter. Und dann buddeln wir einfach mal so. Feuchtfröhlich. Ja. Aber erstmal da oben unsere ganzen Diamanten abernten. Gar keinen Platz mehr. Nehmen wir hier gleich noch eins. Obwohl. Oder ja, doch. Legen wir mal weg und so. Dann könnten wir es vielleicht sogar jetzt wohl fertig, in Anführungsstrichen. Das ist ja in ferner Zukunft. Wir hätten hier schon? Nee. Perfekt. Was wollte ich jetzt? Ach ja, genau. Ich wollte erstmal das da reinhauen. 131k. EMC schon mal. Wir könnten mich theoretisch noch hinbauen. Ach. Rest für Diamanten draus machen. So. So passt es schon mal ganz gut. Und theoretisch könnte man ja genau. Das muss ich glaube ich erstmal so. So, nee, warte mal. Doch so. Dann die Kiste da.
Da ist die Kiste. Dann kann man es so rumbauen, dass das Ganze am Ende wie so ein Stern aussieht. Ich kann das auch wieder reinlegen. So, plopp. Und so. Und dann vielleicht noch irgendwas drunter bauen. Ein Stück Holz oder. Nee. Holz sieht blöd aus. Ein Stück Baum. Ja, dann könnten wir theoretisch noch eine kleine Leiter bauen. Und ich habe irgendwie schon überlegt, ob ich vielleicht nicht einfach so inoffiziell so ein eigenes Texturenpack irgendwie so ein bisschen so zusammenstelle. Also nichts Offizielles oder so, weil sonst bräuchte ich wieder die, ja, wie soll ich sagen, die Rechte oder die Zustimmung von dem, der das Texturenpack schon mal, oder der schon mal einen Anfang gemacht hat, Anführungsstrichen. Und das ist mir ehrlich gesagt zu blöd. Also ich werde auf alle Fälle jetzt mal versuchen, vielleicht hat derjenige nichts dagegen, aber ich gehe mal weniger davon aus und naja. Also ich werde das Texturenpack dann nicht zum Download anbieten, weil sonst wäre es ja wieder... Ihr wisst ja. So, und das... Naja, gut. Irgendwas haben wir doch bestimmt noch, was wir so verbraten könnten. Nee, es geht nicht, ich hatte kein EMC. Ein Apfel. Eigentlich brauche ich jetzt eh keinen Platz. Egal. Mit den Frames wollte ich eigentlich noch mal schauen, was man dazu machen kann, aber das ist mir jetzt auch so blöd. Ja, unsere Holzkiste. Wieso ist das eigentlich so komisch, weil eigentlich wollte ich ja so eine reine Holzkiste in Anführungsstrichen machen. So. Also alles, was aus Holz ist, irgendwie da so rein. Und dann... so wertvolle Kiste hinten. Vielleicht noch so irgendwie was. Keine Ahnung, ich bin mir nicht so ganz sicher, wie ich das Ganze sortiere und so. Kakaobohnen. Sapling kann raus. So irgendwie, glaube ich. Was haben wir noch? Die Query, genau. Das kann da schon mal rein. Kohle lasse ich mal drin. Ach ne, warte, war was? Steam Engine, Query kann alles mal rein erstmal. Brauchen wir, glaube ich, alles mal nicht so schnell. Und der Eimer. Eimer kann man immer brauchen. So. Dann brauchen wir als nächstes noch ein bisschen Food und mal schauen, was sonst noch so. Hier Leitern, ja. Wie er das. Achso, das waren 30, okay. Sollten erstmal reichen. Erstmal runterziehen. So. Und dann kann es eigentlich schon losgehen. Habe ich irgendwas vergessen? Alter, diese HP, die regen mich hier auf. Vielleicht noch eins runter. Bin halt nur wieder ein bisschen vorsichtig. Man kann nie wissen, was in unmittelbarer Nähe noch so ist. Vielleicht so irgendwie, dass wir noch sehen. Ja, und hier. Ach, Steine habe ich wahrscheinlich keine. Ja, nee.
Irgendwie so, ich glaube, es wird keine wirklich schöne Lösung, aber. Und ich klatsche gleich daran. Ich glaube, es ist schlauer. Ich habe gerade leider keine Steine mehr, das müssen wir irgendwann mal ausbessern. Aber jetzt erstmal nicht so schlimm. Hä? Es läuft denn draußen alles rum? Ach, ein Spündchen. Und ein Skelett, der auf einer. Hä? Was machen die denn da? Lol. Wollen die gerade miteinander kommunizieren? Lol. Was machen die denn eigentlich da? Also das sieht ja echt sehr, sehr interessant aus. Jetzt pack dich hier nicht noch durch. Komm. Und hinten krampt ein Creeper. Der krampt. Du Kackspinne, jetzt komm doch mal. Na super. Hör dich so an, als würden die Mobs schön Damage kriegen. Wenn ich jetzt außen rumkomme, habe ich Angst, dass mich dann der Creeper umpustet. Im Prinzip kann es eigentlich jetzt gerade erstmal egal sein, aber diese zweideutigen Sachen, da die regen mich gerade ein bisschen auf. Also die Spinne steht doch hier drin. Lol. Wo ist der Creeper? Wie das aussieht. Nee, ich geh jetzt erstmal runter. Jetzt haben wir das gleiche Problem dann oben. So, Creeper, wo bist du? Ich creep dich weg. Alter. Jetzt ist unser kleiner Freund wieder weg. Schade. Ja, die Leiter, die ist ganz schlau platziert. Irgendwie müssen wir da echt mal noch was anderes finden. Naja. Erstmal ist es ja egal. Und ich überlege gerade. Machen wir das Ganze gleich ein bisschen breiter. Ups. Fail. So, und dann könnten wir. Das Ganze ist echt scheiße. Ich kann gar nicht wissen, was ich jetzt wieder aufgegraben habe. Ach, das ist der Weg. Okay, jetzt wird es langsam kompliziert. In welche Richtung geht eigentlich überhaupt? Die Richtung. Nee, das ist echt kacke. Man kann ihn nicht irgendwo. Obwohl doch. Ich könnte es ja so machen. Das war auch nicht unbedingt das gerade allzu. Naja, gut. Was heißt.
Jetzt kommt ja auch noch Sand. Wenn noch Wasser kommt, dann... Na geil. Ich würde mal sagen, wir sind definitiv zu hoch. Fuck. Was machen wir jetzt? Erstmal das Loch da unten stopfen. So, jetzt komm, ja. Was das für ein fettes Loch da unten ist. Jetzt müssen wir das ganze Zeug da irgendwie stopfen. Ich hoffe, das... Das war mein Garten. Boah! Fail. Ja, also ich glaube, ihr merkt, ich kann mit dem Ding nicht so ganz umgehen. Ich würde aber auch jetzt nicht alles einzeln hier reinklatschen, die Erde. Bisschen nervig jetzt, aber gut. So. Obwohl das irgendwie auch scheiße ist. Zumindest kann jetzt kein Mob mehr spawnen. Obwohl, es gibt bestimmt einen Mob, dass das spawnen kann. Wenn wir da unten sind, hat es sowieso ein bisschen einen Vorteil. Ups, das war sehr gefährlich. Ich habe so Angst, dass da unten irgendwann Lava kommt oder so jetzt. Ups, fail. Also wenn es irgendwie da unten Lava kommt und wir fallen jetzt so direkt rein, dann ist es echt ein bisschen scheiße. Deswegen versuche ich hier schon so vorsichtig wie möglich zu sein. Jetzt sind wir für 52 noch. Eigentlich ist es schon relativ tief. Obwohl, das heißt tief im Prinzip eigentlich noch nicht. Aber wenn ich mir jetzt so raufschaue. Ich dachte mir, die 30 Leitern reichen ewig oder reichen ganz locker. Aber ja. So kann man sich wieder irren. Ach, falsche Seite. Jetzt glaube ich, man nimmt noch zwei runter und dann... Das glaube ich ist gut. So. Und jetzt könnten wir dann theoretisch, nee, erstmal so. Obwohl die Dinge mir jetzt eigentlich egal sind. Vielleicht kann ich jetzt das so abbauen. Ja, scheint schon mal. Es wird relativ gut laufen. Also das Ding hat natürlich so einen klaren Vorteil, wenn man so abbauen kann. Das geht natürlich irrsinnig schnell. Vor allem, wenn man irgendwie so einen Tunnel bauen will oder so. Andererseits könnten wir an der Stelle... Ja, wir könnten auch theoretisch uns den Tunnel graben lassen. Wie weit wissen wir hier? 363 Meter. Meter haben wir bisher gegraben. Na gut, wir natürlich schon gehen. Es waren schon 15 Meter.
Ach, ich glaube, ich schaue erstmal nach, wie teuer das wäre. Wie gut, wenn man den Namen nicht mehr weiß. Ach, ich glaube, ich beende schon mal die Folge und ich schaue so lange noch nach. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, die morgen kommt.